Cedric Marcel Stäbe, Yannick Hanfmann, Maximilian Materer, Oskar Otte. Showdown bei der Tannhof Resort German Men's Series. Nach 4 Turnierwochen voller mitreißenden Tennis ging die Serie mit einem spannenden Finale in Großhesselohe zu Ende. Ja, absolut positiv. Ich glaube, dass man, als man diese Serie organisiert hat, noch viele Fragezeichen irgendwie hatte, ob das denn auch so stattfinden kann, beziehungsweise dann auch, wie die Jungs aus dieser Pause rausgekommen sind. Und ich glaube, dass man jetzt am Ende dieser Serie wirklich feststellen kann, dass die Top-Leute auf höchstem Niveau gespielt haben und ihre Leistung kontinuierlich verbessert haben. Es gab in den ersten Runden die ein oder andere Überraschung. Es haben sich ein, zwei Jugendspieler auch weitergebracht in die nächsten Runden. Insofern, glaube ich, war die gesamte Serie eine gute Sache vom Deutschen Tennisbund. Und die Finalisten lieferten sich auf dem Center Court des Münchner Bundesligisten 4 Tage einen harten und hochklassigen Kampf. Ja, Stimmung war sehr gut. Also ich glaube, dass die Spieler sich ja erstmal untereinander auch sehr, sehr gut verstehen. Und insofern waren das natürlich dann Spiele auf höchstem Niveau, weil man sich auch untereinander sehr, sehr gut kennt, weil man halt auch schon ein paar Mal gegeneinander gespielt hat in der Serie. Ja, also war durchaus positive Woche hier. Zunächst spielte in der Gruppe jeder gegen jeden, wobei sich Oskar Otte und hauchdünn Yannick Hanfmann durchsetzten. Im Finale holte sich dann Lokalmatador Yannick Hanfmann den Titel. Nach einem gewonnenen ersten Satz gab Gegner Otte verletzungsbedingt auf. Bisschen müde jetzt, aber waren super Matches. Ich habe jetzt echt einige Wochen auf hohem Niveau gespielt, würde ich sagen. Und ja, diese Woche war echt eine gute Woche. Heute ein bisschen komisches Finale mit einigen Aufgaben, aber das ist auch so ein bisschen geschuldet auf dem hohen Level, den Anstrengungen. Und ja, aber am Ende als Sieger dazustehen, ist schon immer noch ganz schön. Was bleibt, ist die Erinnerung an die Tannhof Resort German Men's Series. Ein ganz besonderes Turnier.